Ich zeige euch, wie das Jahr 2021 für mich lief. Natürlich YouTube-technisch. Also Abonnenten, Aufrufe und Einnahmen. Herzlich willkommen, Leute, hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Robbie mit Doppel-B und einem Y. Ich zeige euch, wie das Jahr 2021 für mich lief. Natürlich YouTube-technisch. Also Abonnenten, Aufrufe und Einnahmen. Ich weiß, das ist ein Thema, was, denke ich mal, so im deutschen Bereich eher weniger angesprochen wird. Was ich aber auch irgendwie cool finde, dass man da halt auch einfach transparent mit euch seid. Weil ihr seid ja die, die, ja, was heißt dazu beigetragen? Ja, natürlich, ihr habt dazu beigetragen, weil ihr ja die Person seid, die natürlich ein Teil des Ganzen sind. Und ja, ich mache jetzt schon YouTube seit ungefähr 3 Jahren. Wir gehen rein, ich zeige euch einfach mal hier ein bisschen, was das Jahr 2021 denn so bei mir und meinem YouTube-Kanal so alles so bewirkt hat, was da alles so passiert ist und ob es sich auch gelohnt hat, im Jahr 2021 Videos rauszuhauen. Auf jeden Fall, hier seht ihr schon ein bisschen was von Social Blade, so eine kleine Übersicht, würde ich schon mal fast sagen. Also ich bin Flobby, das ist klar. Ich habe 4140 Abonnenten, wahrscheinlich wird sich das jetzt auch nochmal ein bisschen was geändert haben, Leute. Kurs geht raus, danke nochmal für die 4000. Damit denke ich mal, ich glaube irgendwie vor einem Monat oder so erreicht. Und wir haben auch im Jahr 2021, glaube ich, sogar die 3000 und 4000 Abonnenten erreicht. Also 2k haben wir nur in einem Jahr gemacht, das ist schon krass. Also hier sehen wir Total Lifetime, das heißt die allgemeine Zeit, ne? Ich jetzt YouTube betreibe, so eine kleine Statistik von Social Blade. So, hier sehen wir, Views habe ich jetzt schon 483.000 gemacht, also insgesamt, also diese 366 Videos, jetzt natürlich schon wieder mehr, haben genau so viele Views, also Zuschauer erreicht. Das ist natürlich eine krasse Zahl, 500.000, ne? Das ist, denke ich mal, eine Zahl, die auch nicht jeder erreichen kann. Und in den letzten 30 Tagen, also ja, 30 Tagen sind es ungefähr, ja, 11.600 Aufrufe. Das ist nicht schlecht, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Views nicht von den Videos, die ich in diesem Monat hochlade, abstammen, sondern insgesamt auf jedem Video, was geklickt wird, weil natürlich mache ich im Monat mit den Videos, die ich genau in diesem Monat hochlade, wahrscheinlich natürlich irgendwie 400 bis 500 Aufrufe. Also das sind dann diese 0.6 wahrscheinlich. Und diese 11.000 kommen dann von anderen externen Videos. Genau, 4 Videos habe ich dann im letzten Monat oder in den letzten 30 Tagen halt hochgeladen. Ich weiß, es war etwas enger. Und hier sehen wir auch mal, was ich denn so hochgeladen habe. Ne? Also, ich habe schon alles durch. Hier sehen wir natürlich die The Crew 2 Time. Die Zeit, der ganze Monat, ja gesagt, wo ich echt durchgezogen habe. Man sieht es auch hier, die Views 40.000 und dann 2.000 und es lief echt richtig gut. Natürlich, hier war dann die Zeit, als ich dann in der Schule war und ein bisschen mich zurückgezogen habe und wo das Unwetter war, die Flutkatastrophe. Natürlich hatte ich dann kein Internet mehr für ungefähr 2 Monate. Das wurde in diesem Video nochmal thematisiert. Und natürlich, dann musste ich wieder neu anfangen. Das lief aber, wie ihr hier seht, sehr, sehr gut, ne? Also, hier starten wir wieder perfekt. Also, das war eine sehr, sehr gute Zeit. Bis, ich würde sagen, genau zu diesem Zeitpunkt. Mein letztes Secret 2 Video. Und ihr seht es ja, es geht bergab. Und das sieht man hier, Einbrüche. Also, es ging so für mich. Ja, und das ist natürlich, sagen wir mal, finanziell und wirtschaftlich, was ich da gemacht habe, dumm. Ja, das kann man jetzt einfach mal so, es ist dumm. Weil die Leute schauen sich doch The Crew 2 an, warum hörst du damit auf? Aber das zeigt natürlich auch wieder mal, und ich muss es natürlich keinem beweisen, aber dass ich nicht hinter dem Geld her bin. Ich weiß, ihr werdet es ja auch gleich sehen, wie viel ich verdient habe und wie viel ich verdienen könnte. Aber das ist ja, das muss ich mir jetzt auch nochmal im Kopf überlegen, möchte ich das wirklich? Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich das nicht mehr weitermachen möchte. Es hat ja Spaß gemacht. Die Zeit hier, mega geil. Ich habe das nicht gemacht, weil ich irgendwie viel Geld haben wollte. Ich habe das gemacht, weil ich Spaß hatte. Ja, es hat mega, hier hat es Bock gemacht. Aber das müsst ihr mal überlegen, wenn du jeden Tag Circle 2 aufnimmst und spielst, dann wird es natürlich auch schnell langweilig. Also, habe ich dann angefangen mit Forza Horizon 5. Das kam gemischt an. Ne? Natürlich, es wird weiterhin ETS 2 Content geben, also den Euro Truck Simulator. Und es wird auch in diesem Jahr deutlich häufiger kommen. Ich finde, das Spiel macht mega viel Spaß. Ich spiele es auch in meiner Freizeit tatsächlich häufig. Ist aber auch ein anderes Thema. Auch natürlich Vlogs möchte ich in der Zukunft gerne mehr machen.
Das so, das erstmal gesagt zu haben. Jetzt gehen wir mal auf die Statistik. Jetzt wird es eigentlich erstmal interessant. Also hier sieht man das schon, das letzte Video. Und das ist halt so ein Ding, was ich auf jeden Fall an YouTube immer, immer mehr kritisiere. Sie haben angefangen, so gesehen, dich zu... Ist jetzt hier schon wieder Werbung in meinem Hintergrund? Digga, guck mal. Also im letzten Video war jetzt schon Werbung, jetzt geht hier irgendwie nochmal Werbung ab. Also ich wirklich, ich kann es nicht mehr. Was da hinten alles abgeht, wirklich, ich kann es nicht mehr. Nur noch Werbung. Wirklich, Katastrophe. Naja, egal. Ist ja jetzt auch wieder ein anderes Thema. Holy shit, ich lasse mich ja viel so schnell ablenken. Auf jeden Fall hat YouTube damit angefangen, halt diese roten, die grauen und die grünen, alles so ein bisschen zu markieren, wie gut es gerade läuft, um natürlich dich dazu anzuregen, mehr zu machen oder etwas zu verändern oder so, ne? Sollte dir halt das Feedback geben, was ich aber meiner Meinung nach gar nicht so gut finde. Also, das frustriert, denke ich mal, die meisten. Also, hier sehen wir das gerade. Das ist meine aktuelle Abonnentenzahl. Und an die Leute, die sich wundern, warum steht denn da immer nur glatte Zahlen? Nein, ich wollte mir das nicht. YouTube rundet die Zahlen einfach nur noch für euch. Ich sehe natürlich die allgemeinen, also die aktuellen, auf den Punkt genau. Also 6 mehr als für euch angegeben immer oder halt, ne, die Differenz von 9. So, hier sehen wir auch, das sehen wir aber gleich nochmal, ne, also eine kleine Zusammenfassung ist das hier erstmal, ne. Dann sehen wir hier die Inhalte, die Playlisten und jetzt gehen wir mal zu den Analysen. So, das ist jetzt, natürlich, ihr seht, es geht bergab, ihr seht es, also hier normal war hier immer 90 und 170 Abonnenten im Monat, jetzt sind es noch 55, ein bisschen mehr, ne. Geschätzter Umsatz 25 Euro, ja, 26 fast. Ich mache, ja, das sieht hier gerade noch so ungefähr, ist ganz unterschiedlich. So von, ja, weiß ich nicht, 500 bis 1500 Aufrufe in 2 Tagen. Das ist total zufrieden. Das sind jetzt auch hier die besten Videos im ausgewählten Zeitraum. Seht ihr ja, ne, das ist so, das sind die besten Videos, die einfach in der letzten Zeit am meisten angeklickt worden sind. Aber wir schauen ja jetzt nicht auf die letzten 28 Tage, sondern auf das Jahr 2021. Und hier seht ihr ja auch schon, ne, ich habe in diesem Jahr 250.000 Aufrufe generiert. Wenn ihr euch das mal vorstellt, ich habe fast 500.000 insgesamt und ich mache seit 3 Jahren YouTube. Bedeutet, ich habe in einem Jahr, ja, genauso viele Aufrufe gemacht wie in 2 Jahren. Das ist auf jeden Fall, hier seht ihr auch 30% mehr als im Davorjahr. Das haut auch, denke ich mal, gut hin. Wiedergabezeit bedeutet die Zeit, die ihr auf meinen Videos verbracht habt, in Stunden umgerechnet, sind ungefähr 12.000 Stunden. Und 12.000 Stunden sind eine Menge. Es geht besser, ne? Natürlich, aber das ist eine krasse Zahl. Ihr seht es auch, es hat sich um 50% verbessert. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zahl. Abonnenten habe ich 1787 neue Ich habe auf jeden Fall hier ungefähr 1800 neue Abonnenten erreicht auf diesem Kanal im Jahr 2021. Genau 1% weniger als im letzten Jahr. Natürlich, das war, da habe ich die 1000 geknackt und dann ging es, also das war Katastrophe, also nicht Katastrophe, aber es war krass, es war richtig krass. Und hier seht ihr tatsächlich schon die Einnahmen, die ich generiert habe. Wir rechnen hier von einem ganzen Jahr über, ne? Also ich habe natürlich auch Kosten, Photoshop und so, das bezahle ich auch genau von diesem Geld hier. Also das Geld, das ist nicht das zum Schluss, was ich mir hier reinstecke und dann in eine Stadt, in wohin gehe und dann mir Essen und so kaufe. Nein, das ist es nicht tatsächlich. Das Geld bleibt unberührt und wird auf diesem Kanal bleiben und wird dann auch irgendwann mal wieder investiert natürlich. Hier seht ihr auch, Anfangszeit natürlich weniger und dann ging es los, ne? Und jetzt geht es natürlich runter. Es ist so Dezember, sagt man ja, ist der Peak. Dann geht es um Januar. Lohnt es sich ja gar nicht mehr, Videos zu machen. So wird es natürlich von den großen YouTubern bezeichnet. Also hier Reichweite, 2,4 Millionen Impressionen. Das heißt, Impressionen sind so gesehen irgendwie, ja, wo ich überall angezeigt worden bin. Ob es jetzt irgendwie Startseite, wenn du mich googelst, weißt, was ich in deiner Abo-Box, irgendwie sowas, ja. Juckt uns eigentlich auch gar nicht. Juckt uns eigentlich auch wirklich gar nicht. Hier sehen wir auch, kann ich auch sehen, wo ihr zugreift. Also direkt auf der YouTube-Suche oder extern Videovorschläge, Kanalseite und so weiter. Hier sehe ich auch, ja, nochmal die Zugriffsquellen, Google, WhatsApp. Also, dass Leute auch meinen Kanal mal vielleicht verlinken. Und auf was nicht alles noch, ne? Hier sehen wir auch die besten Playlisten, die am meisten geguckt werden hier.
Hier sehen wir auch noch vorgeschlagene Videos, welche Videos am besten vorgeschlagen werden. Welcher Suchbegriff ist denn so am besten? Interaktion ist halt, wie schon gerade gesagt, wie lange bleiben die Leute hier auf meinen Videos? Hier sehen wir das zum Beispiel, habe ich immer so eine Grafik. Das haben sie auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, das ist auch ziemlich neu. Ja, wie lange, wie viel Prozent hier drauf bleiben. Das heißt, man kann schon sagen, dass ja zum Schluss dann halt einfach nur so 20% da sind, aber das finde ich nicht schlecht. Also 20% ist, denke ich mal, ziemlich, ziemlich solide. So, auf jeden Fall seht ihr hier, ich kann sehen, wann ihr aktiv seid, wann nicht. Juckt mich aber auch eigentlich nicht. Ich lade immer dann hoch, ne? So, Videos, die deine Publikum vergrößern. Es ist, wie ihr hier das gerade seht, meistens irgendwie so Secret 2 und so. Aber es sind wohl geringe Zahlen. Hier kann ich auch sehen, was ihr so schaut, ne? Hier sehe ich auch aus welchen Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Niederlande gar keine. Ja, dann hier, wie viele Leute die Glocke abonniert haben, aktiviert haben. Also ja, es ist ganz okay, 32%, typisch ist so bis 30. Und hier ist auch alles im guten Rahmen. Hier sehe ich auch Nutzer ohne Abonnenten, also über 80% abonnieren mich nicht. Das ist natürlich auch abhängig davon, dass Leute vielleicht noch einmal auf ein Video klicken und dann nicht abonnieren und wahrscheinlich trotzdem in diese Analyse reinkommen. Tatsächlich auch weiblich, 5,5%. Es ist jetzt nicht viel im Vergleich, aber 5,5%, das ist natürlich schon mal mehr als eine Person. Das ist schon mal, ist ja schon mal etwas. Ja, es ist, ich spreche ja, also es wäre schon komisch, wenn ich, wenn das anders wäre, ne? Hier sehe ich auch, wie alt ihr seid, also Das verstört mich tatsächlich manchmal ein bisschen, dass ich hier denke, dass wirklich so 45-Jährige oder 54-Jährige sich so denken, Digga, das ist ein geiles Video, aber also ich denke mal, das ist da nicht so, ich denke mal, das ist natürlich nicht so, ich denke mal, ein Google-Account, das macht man sich vielleicht schon mit 10 oder 9 oder ich weiß nicht, jetzt vielleicht schon mit 6, ich weiß es ja nicht, wann ihr damit anfangt und ihr müsst ja immer eingeben, dass ihr älter seid und dann geben Leute wahrscheinlich ein, dass sie irgendwie 1900 geboren sind. So wird das wahrscheinlich gewesen sein. So, hier sehen wir auch, also wollt ihr gar nicht sehen, Umsatz ist natürlich so, dass da seid ihr immer ziemlich, da wollt ihr ja immer gucken, so Umsatz, wie hat er jetzt gemacht, hier, gib mal was ab, Digga. So, hier seht ihr das. Also ich habe gerade eine gute, also CPM, das heißt pro 1000 Klicks, das ist so ein Mittelwert, das ist kein, ich habe auch mal mehr, manchmal deutlich weniger, es ist einfach so ein Mittelwert. RPM juckt mich eigentlich relativ wenig. Hier sehen wir auch dann die Einnahmen, die ich gemacht habe. Und man sieht tatsächlich, dass ich im Dezember natürlich habe viel weniger Videos gemacht, deutlich nicht so viel verdient habe. Also das ist so Standard. Und wenn wir jetzt auch hier mal schauen, ja, ne, am Anfang weniger, dann hoch, der Peak im Juli. Da habe ich auch ziemlich viele Aufrufe generiert, da habe ich tatsächlich auch ziemlich viel Geld gemacht, 70 Euro, meiner Meinung nach viel. Und dann hier im November und jetzt geht's runter auf den Januar. Nee, also es ist Geld, ist ja wirklich, ist ja so gut wie fast egal. Aber nur, dass ihr das mal gesehen habt, also so ungefähr, gerade momentan, so zwischen ja, 30 und 50, würde ich jetzt sagen, ist gerade der Durchschnitt. Hier sehen wir auch, ich habe mit einem Video, seht ihr das doch hier, 140 Aufrufe jetzt. Also ich bin wirklich, jetzt ist noch Matsch in meinem Kopf. Also hier 140 Euro verdient. Ne? Das ist schon mal für, mit einem Video ist das schon gar nicht mal so schlecht. Und das Video hat 40.000 Aufrufe. Ja, hier sehen wir auch hier YouTube Premium, habe ich 3,80 Euro gemacht. 430 dann nicht hier. Ne? Wie, also das ist so eigentlich alles jetzt, was ihr so wissen solltet. Und ich denke mal, ihr habt jetzt so einen Einblick bekommen, was ich für meine Leistung erhalte. Ich möchte nur noch mal darstellen, dass mein, so gesehen, wenn wir das jetzt mal im Stundenlohn umrechnen würden, ohne dass das Geld anders verwendet werden sollte, also nur wirklich nur, um mich zu bezahlen, beispielsweise diese 433 Euro, dann habe ich so ungefähr so einen Stundenlohn, weil ich so um die 1500 Stunden im Jahr circa arbeite. Ist mein Stundenlohn im wahrscheinlich im Cent bis 1 Euro Bereich. Also eher im Cent Bereich, würde ich sagen. Ich arbeite jetzt natürlich viel weniger. Und natürlich, wenn du wenig arbeitest und trotzdem viel verdienst, ist es natürlich sehr gut. Ne? Dann habe ich meinen Stundenlohn von so gesehen 5 Euro oder so. Es ist natürlich schon mal schmackig, die schmockt.
Also ich brauche pro Video so circa zwischen 2 und 4 Stunden. Ja, wenn es hochkommt, natürlich mehr. Aber so maximal 4 Stunden, wenn wir das mal rechnen, ich verdiene mit den Videos 1-2 Euro, ne? Ist ja klar. Nicht viel. Dann kann man natürlich sagen, das Video hat sich nicht gelohnt, aber ich gucke ins Allgemeine und nicht in das Video rein. Auf jeden Fall, es ist ein Hobby. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht mein Beruf. Ich mache das nicht hauptberuflich. Und mit seinem Hobby Geld zu verdienen, ist, denke ich mal, auch nicht ganz normal und alltäglich. Also es ist einfach Geld, was einfach so reinkommt mit meinem Hobby, was mir Spaß macht. Das ist natürlich cool. Weil wie ihr zum Sport geht, ins Fitnessstudio geht, Fußball spielen geht, Tennis spielen geht, nehme ich halt Videos auf. Ne? Ihr bezahlt Geld, ich bekomme Geld. So ist das. So ist das YouTube-Game auf jeden Fall. Es hat sich auf jeden Fall da auch einiges geändert natürlich. Und es ist ein harter Weg gewesen. Ich habe dadurch auch sehr, sehr viel, sagen wir mal, verloren. Und wenn ihr da nochmal ein neues Video haben wollt, wie ich euch nochmal erkläre, ob das wirklich noch Sinn macht im Jahr 2022 oder an sich anzufangen mit YouTube und wann das beste Alter ist und ob sich das wirklich lohnt, mit was soll man anfangen, wie kann man denn Aufrufe generieren und so weiter. Schreibt einen Kommentar, like dieses Video und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Tag, Pause und